Mein Projekt ist kleine lustige Filme machen. Und wir arbeiten zu vierte hier in der Aula. Wir arbeiten mit Mikrofon, Kamera und wollen einfach die Leute zum Lachen bringen. Wir machen TV-Sendungen nachher. Mein Kollege hat sie gut bearbeitet und das ist einfach wirklich super. Also eigentlich ist bis jetzt alles gut gelaufen. Einfach ein bisschen vorne noch gestört worden durch so Sachen und sind wir ein bisschen hinten reingekommen. Wenn so Leute reingekommen sind und so, die uns gestört haben, aber jetzt eben. Haben wir angeschrieben, dass wir nicht da reinkommen, weil es ist halt noch gestört, wenn wir am Laufen haben. Ja, der Aufwand ist ein bisschen gross für die kleinen Sachen, aber es macht uns Spass. Also ich habe gelernt, dass man miteinander gut rausholen kann, dass man mit verschiedenen Techniken geile Sachen machen kann. Ja, das ist cool. Bei unserem Projekt ist es nicht gleich wie in der Schule, weil ich bin viel motivierter. Wir sind heute auch um 7 Uhr am Morgen gekommen, weil es uns Spass macht. Und wir voll dabei sind, wir wollen etwas erreichen, wir wollen unser Projekt fertig machen und ja, wir müssen unseren Tag verbessern, wo wir es verbessern sind. Unser Projekt war Golden Gate Bridge. Da haben wir Holz gebraucht und Draht. Den Draht haben wir gebraucht für Seil, das für Fertig ist ein Hängebrück. Ja, Holz für Strasse und die Küste, die seine Pflanze hat, Seile und den Beton von der Strasse. Also wir haben das Projekt gehabt, dass wir noch die Velos anmalen. Schreiben also die Velos, die sie dann neu restaurieren und anmalen. Wir haben neu gelernt, wie wir die Velos anmalen sollen und dann und damit wie wir die Mischung. Also, wir hätten eigentlich, also ich in meiner Gruppe hatte eigentlich nur einen Gruppenkamerad, dann werden wir gestritten. Aber nachher hat er Magen-Darm-Infektion oder Grippe bekommen. Nachher ist er jetzt einfach ganz Woche nicht cool, letzte Woche am Freitag. Und wir hatten das Thema gehabt, Football und Rugby zusammen. Und nachher hätte ich und andere nicht gewusst von Rugby, nur der, der krank ist, hat es gewusst. Nachher haben wir einfach das Thema müssen ändern oder eine Welle ändern, dass man gut ein bisschen nutzen kann. Also jetzt haben wir einfach alle Schulen fotografiert und jetzt machen wir ein Quiz darüber, wie gut es gespart ist. Ja, also ich habe gelernt, ein Foto zu lassen, wir müssen die Schule fotografieren. Das Licht darf nie gegen die Kamera kommen. Weißt du was? Das macht ja einfach Duss in der Fresse so aus, wenn man so etwas von hängen. Nicht viel schreiben, keine Mathe, kein Französisch, einfach keine Sache richtig. Ich kann einfach selber etwas nehmen und dann zeigt man das Produkt. Mir hat es am meisten Spass gemacht, das Anmalen, Sachen zuschneiden. Wir haben den Fehler gemacht, dass wir nicht ganz fertig geworden sind. Was? Anders als in der Schulstunde war es, dass wir kein Französisch hatten. Oder sonst andere Fächer, Mathe, Deutsch, Englisch und so weiter. Und dass wir einfach selber ein Projekt aussuchen. Wenn man Hilfe braucht, hat im Projekt hat man Lehrer können fragen. Also wir haben zuerst gemeint, wir haben zwei Dosen Klarlack, um alles zu sprühen. Dann haben wir aber dann hinten dran gelesen, wie wir es machen. Dann haben wir dann aber noch genug früh gemerkt, dass wir nur eine Dose brauchen. Und was war das noch? Wir haben einfach ein bisschen viel, also wir haben es mega schnell gehabt. Und dann viel zu tief berechnen, aber das ist egal. Dem Projekt hat mir am besten gefallen, dass wir seine ganze Kreativität ausleben konnten. Vor allem das Fotoshooting am Schluss hat recht viel Spass gemacht, auch wenn es ziemlich alt ist. Also natürlich, wir konnten viel mehr schnüren. Das ist schon das Wichtigste. Weil in der Schule zum Teil haben wir Fächer, wo man überhaupt nicht schnüren kann, da kann man sich gar nicht konzentrieren. So unlogisch, aber es ist so.
Und da hat man wirklich können mit der Gruppe arbeiten, die einem Freude macht, die einem inspiriert hat. Und das ist einfach mega cool. Und ich habe eine halbe Stunde später aufgestanden. Das ist auch nicht cool. Und ja. The number you have dialed has been changed.